Schuldenorgie artet immer weiter aus, vor allem in den USA. Gleichzeitig senkt die US-Notenbank Fed die Zinsen. Und das ist natürlich ein ziemlich ideales Setup für etwa Edelmetalle wie Gold, aber auch Silber. Und wir sehen, dass Silber jetzt den Ausbruch nachvollzieht, den Gold bereits gemacht hat. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass es offenkundig jetzt eine Art Koalition gibt zwischen den Dingen, die man anfassen kann, die real sind, die greifbar sind, eben Gold und Silber, gegenüber Dingen, die nur auf dem Papier sind, die aus dünner Luft entstanden sind, nämlich das Gelddrucken von Staaten, die dieses Geld drucken, und Notenbanken finanzieren das indirekt. Und so gibt es eine Koalition zwischen steigenden Anleiherenditen, die also sagen, nämlich die Anleihemärkte machen wir nicht mit, da wollen wir höhere Risikoprämien haben für eure Party auf der einen Seite, und auf der anderen Seite etwa Rohstoffen wie eben Edelmetallen, Gold, Silber und all diesen Dingen. Schauen wir uns die aktuelle Lage zu Beginn der Woche mal an. Janet Yellen hat es jetzt hinbekommen und die neuesten Daten hier gebracht. Wir haben im Fiskaljahr 2024, das nach dem dritten Quartal endet, das ist so ein bisschen seltsam, aber however, wir haben also Einnahmen von 4,9 Billionen Dollar und Ausgaben von 6,8 Billionen Dollar. Damit hat man also ein Defizit von 1,9 Billionen Dollar, und das in Friedenszeiten, das in einer Zeit, in der die Wirtschaft ja eigentlich vermeintlich sehr gut läuft. Was passiert erst, wenn die Dinge schwieriger werden in der Wirtschaft? Dann wird dieses Verhältnis zwischen eben Einnahmen und Ausgaben wahrscheinlich so nicht mehr tragfähig sein. So viel scheint klar, und hier sehen wir mal, es wird wohl weiter so gehen. Es wird projiziert durch das Budget Office, also durch eine offizielle Institution in den USA, dass sich das Ganze noch weiter dramatisieren wird. Wir werden also in den nächsten 8 Jahren nochmal die Schulden in den USA doppelt so hoch sehen wie derzeit. Das Ganze hat sich ja schon verdoppelt innerhalb der letzten 8 Jahre, also zwischen 2017 und dem zweiten Halbjahr, Fiskalhalbjahr 2025, wird sich das verdoppeln. Die Amerikaner zahlen über 1 Billion an Zinsen inzwischen pro Jahr. Und hier sehen wir, das entspricht derzeit, dieses Defizit, 6,3% zum BIP im dritten Quartal, das wir jetzt frisch reinbekommen haben. Normalerweise sind das Dinge, die dann gemacht werden, eben diese Defizitauftürmung, wenn wirklich, auf Deutsch gesagt, der Kacke am Dampfen ist, wenn also zum Beispiel die Arbeitslosenquote über 7% liegt. Das tut sie ja mitnichten, also sagt man sich, gut, wir feiern eine Party, aber die Frage ist, ob die anderen diese Party noch mitfinanzieren. Jetzt entsteht dadurch die Diskussion auch, ob die Fed vielleicht hier einen Fehler gemacht hat mit dieser 0,5er-Senkung im September. Wir sehen, dass Gold wieder ein neues Allzeithoch im asiatischen Handel macht. Wir sehen Silber nun mit einem Hoch, so hoch wie seit Dezember 2012 nicht mehr. Und einer hat es geahnt, nämlich in dieser Kombination Gefahr von eines Wiederaufflammens der Inflation, wenn die Fed die Zinsen zu deutlich senkt, und gleichzeitig diese ausufernden Verschuldungen. Und deswegen hat der Star-Investor Stan Druckenmiller eben das gemacht, was erstmal komisch erscheint. Er hat die Anleihen verkauft, spekulierte also auf eine steigende Rendite, auf eine steigende Risikoprämie für US-Staatsanleihen. Die allermeisten haben wohl das Gegenteil gemacht, weil sie dachten, ja, die Renditen werden fallen, wenn die Fed die Zinsen senkt. Es ist anders gekommen, wie wir wissen, die 10-Jährige deutlich über 4%, und wir hatten jetzt vermeintlich sehr, sehr gute Daten mit einer relativ heißen Inflationskomponente oder Inflationskomponenten, ISM-Indizes, wie sie alle heißen. Jedenfalls sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ende 2015 die Zinsen unter 3% sind, die hat sich jetzt komplett umgekehrt. Wir sehen, dass also die Märkte langsam davon ausgehen, dass die Zinsen doch höher bleiben längere Zeit, weil eben die Dinge sich anders entwickelt haben, als man sich vorstellt. Das gilt auch für Gold und Silber. Wir sehen Gold mit diesem Ausbruch hier mal große Charts, das ist ein Wochenchart. Wir sehen, da gab es ja lange eine Seitwärtsbewegung bei Gold, bei Silber war die sogar leicht abwärts gerichtet, diese Seitwärtsbewegung. Jetzt dieser Ausbruch, Silber jetzt im asiatischen Handel heute Nacht über 3%.
Gold mit einem halben, dreiviertel Prozent um und bei, hier sehen wir oben in dieser Grafik nochmal, wie das Ganze jetzt nachgeholt wird, dass Silber eben diesen Sprung mitmacht und das alles in Zeiten, wo der Dollar ja nicht gerade schwach ist. Normalerweise gibt es da eine negative Korrelation zwischen Gold und dem Dollarindex. Jetzt haben wir eine so positive Korrelation wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr und insgesamt gilt, Aussicht auf Besserung in Sachen Schulden ist eigentlich überhaupt nicht, weder in den USA noch in den G7, noch in China, noch in Japan, noch in Franz, noch irgendwo sonst. Hier sehen wir mal diese Grafiken, die einzige Kurve, die hier noch nach unten gemalt ist, das ist Deutschland und das könnte vielleicht uns noch sehr zugute kommen, dass wir hier nicht so aasen wie die allermeisten anderen. Hier sehen wir mal Buying Power eines Dollars. Zwischen 1900 und 2020 ist ein bisschen nach unten gegangen. Wer hält denn eigentlich diese Schulden? Zunächst mal sehen wir links oben, dass die Schulden schneller wachsen als das nominale, also nicht inflationsbereinigte BIP. Hier rechts sehen wir mal diese Grafik, was da an Budgetdefizit gemacht wurde. Das begann mit Corona, als man richtig Gas gab, aber da hat man sich gesagt, wenn wir jetzt schon mal Gas gegeben haben, dann bleiben wir halt am besten auf dem Gaspedal. Wer hat diese Schulden? Wer hat diese Schulden gekauft, der Amerikaner? Nun, es sind zu einem Drittel Institutionen aus den USA, Government Funds, Social Security, also praktisch Pensionskassen, Versicherer, Sozialversicherer und natürlich die Fed, aber ein Drittel knapp gehört auch den Foreign Governments, also ein Drittel haben ausländische Regierungen. Wird das Ganze besser mit den Schulden? Sehr unwahrscheinlich, weder unter The Harris noch unter The Trump. Man kann hier drüber streiten, wer noch mehr Schulden macht, aber dass es noch mehr Schulden sind, scheint klar zu sein. Trump, haben wir schon gesehen, in seiner ersten Amtszeit ist da kein Kind von Traurigkeit und das, was Harris hier an Geld Geschenken für Familien, die ein Kind kriegen, für Leute, die irgendwie ein Haus kaufen oder für schwarze Unternehmer oder als Entschädigung für Sklaverei, was die hier versprochen hat, das ist auch nicht ganz unerheblich. Hier neueste Daten zeigen von Real Clear Politics und auch von Silver Bulletin. Hier geht man davon aus, dass Trump mit überragender Wahrscheinlichkeit diese Wahl gewinnen wird. Nicht im Popular Vote, also nicht in der Gesamtanzahl der Stimmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit leicht höher, dass Harris sogar mehr bekommt. Aber eben aufgrund dieser Struktur des Verhältniswahlrechts mit diesen verschiedenen Bundesstaaten, das sogenannte Electoral College, da ist die Wahrscheinlichkeit 93,2%, so sehen es diese beiden. Dementsprechend sagt die UBS, ja, wir sehen, dass das Republican gegenüber dem Democratic Election Pair Trade 15% gestiegen ist seit Monatsbeginn. Also man preist immer mehr einen Sieg von Donald Trump ein. Möglichkeiten, so sagte Goldman Sachs, was unsere Kunden machen, die gehen long, Dollar, chinesischer Yuan, die gehen long Dollar Yen oder die gehen long Dollar, australischer Dollar Yen oder US Dollar Yen. Also das sind so ein paar Vorschläge, die Goldman Sachs hier macht. Hier sehen wir mal, wir haben jetzt ein Allzeithoch jetzt, in Relation Republican gegen Democratic Index, seit die gute Kamala jetzt dran ist. Dann gab es hier Diskussionen, ob hier diese Wettplattformen nicht manipuliert sind, weil da ein großer Player 30 Millionen investiert hat. Aber insgesamt sehen wir, dass das an verschiedenen Märkten zum Ausdruck kommt, dass es auf anderen Plattformen zum Ausdruck kommt. Nur die Deutschen glauben, ich hatte das am Freitag gezeigt, dass Harris gewinnt. Insgesamt sehen wir, Märkte sind ja weiter gestiegen, der Nasdaq allerdings kein neues Allzeithoch, aber S&P und Dow 6 Wochen in Folge nun positiv. Jetzt sind wir im Buffett Indicator auf neuem Allzeithoch, jetzt kommen bald wieder die Buybacks, die Aktienrückkäufe, aber wir sehen hier mal den Nasdaq Composite mit interessanten Chartperspektiven, hier von Sven Henrik, obere Trendkanallinie, negative Divergenzen, wo man auch immer hinschaut, gleichzeitig weiter Euphorie. Hier heißt es jetzt von der Bank of America, ja, es ist eine Generationschance jetzt Nvidia zu kaufen, die könnten auf 190 steigen, das wären von jetzt nochmal 36%, sagte der Twitter-Account Heisenberg, naja, 36% erscheint mir jetzt nicht wie eine Chance, die nur einmal in einer Generation vorkommt. Also da wird auch ein bisschen hier auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt. Und hier sehen wir übrigens seit 10. Juli
sind Technologiewerte 3% im Minus, während alle anderen Sektoren im Plus sind. Also wir sehen, eigentlich gab es und gibt es da bereits eine deutliche Rezession. Unten sehen wir mal den S&P 500, der noch einen Ticken Platz hätte bis zur oberen Trendkanalbegrenzung. Gleichzeitig sehen wir aber, dass sozusagen die Gewinnschätzungen, Equal Weight Earnings Estimates, also praktisch für den S&P 500, wo alle gleichgewichtet sind, für 2025 sind jetzt da, wo wir im Grunde waren, als man im September 2022 noch sehr pessimistisch war. Die Earnings Estimates sind gefallen, aber gleichzeitig sind die Kurse gestiegen. Wir haben jetzt 3x Sales, also wir haben Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz über dem Faktor 3. Das alles bei einer Wachstumsrate von 6%. Also im Jahr 2000 waren wir ähnlich teuer, aber da hatten man eine Wachstumserwartung von 16% und nicht 6%. Also die Märkte sind jetzt nicht billig, um es mal vorsichtig zu formulieren. In China sind sie billiger, aber da ist eben auch ein anderes Risiko. Jetzt sehen wir, dass die Chinesen die Zinsen gesenkt haben für einjährige und fünfjährige Kreditlaufzeiten. Die chinesischen Märkte sind ein bisschen choppy, muss man sagen, heute. Also nicht ganz klar latent im Plus, aber nicht alle Indizes. Wir sehen, dass wir in der letzten Woche sehr starke Abflüsse gesehen haben, wieder aus den chinesischen Aktienmärkten. Und by the way, Xi Jinping mit einer Rede vor dem Militär, wo er sagte, wir müssen bereit sein für den Krieg, die Vorbereitungen müssen bald abgeschlossen sein. Also er hat mehr oder weniger direkt gesagt, es ist indirekt gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Konflikt mit Taiwan mit militärischen, kriegerischen Mitteln gelöst wird. Er war hier auch in Uniform. Kürzlich ja dieses Manöver, als man Taiwan wieder mal in einer Übung isolierte. Insgesamt Frage, was passiert mit Israel-Iran? Nachdem eine Drohne ja in Caesarea in dem Haus von Netanyahu eingeschlagen ist, der hat dem Iran gleich gedroht und der Hisbollah auch, das sei ein Mordversuch gewesen. Wann kommt dieser Gegenschlag vor den Wahlen? Das ist das, was eigentlich erwartet wird. Und trotz dieser Spannungen haben wir jetzt gesehen, dass wir die zweitschlechteste Woche bei Öl hatten in diesem Jahr. Also es ist der Ölpreise fallen könnte auch. Das, was praktisch die Solidität der Finanzen in Frankreich betrifft, jetzt hat Scope Ratings, eine europäische Agentur, Ratingagentur, Frankreich abgestuft von AA auf AA-. Kürzlich gab es ja eine Senkung auch einer sehr großen Agentur auf negativ, was den Ausblick betrifft. Und Ausblick ist auch das Wort, was wird diese Woche passieren. Wir haben eigentlich wenig wirkliche Daten. Wir haben vielleicht die Einkaufsmanager-Indizes, das wird noch interessant. Aber ansonsten ist da relativ wenig. Wir haben heute SAP, das wird wichtig. Und am Mittwoch ist es, glaube ich, haben wir Tesla. 15% aller Firmen im S&P werden berichten, aber es sind weitgehend eben noch die aus der zweiten Reihe. Wir kriegen also nochmal eine vergleichsweise Durchschnaufwoche, könnte man sagen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Mit Euphorie in eine Jahresendrally, diese Ewig-Rally, geht die weiter? Hier das Big Picture, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die Hardcore-Bullen haben die Wall Street übernommen. Es kann nur noch bergauf gehen. Diese beiden Empfehlungen, ich sage Servus, ciao.